In diesem Video schauen wir uns an, wie einfach sich das Heizungsthermostat Fritz Deckt 301 an einem Heizkörper installieren lässt. Wir schauen uns aber auch an, wie das mit der Fritzbox gekoppelt wird und wie wir die Einstellungen dafür sowohl am Display vornehmen können als auch in der Fritzbox. Wenn ihr das Gerät koppeln wollt und ihr habt es gerade aus der Packung raus, dann habt ihr schon den Werkszustand. Da ich jetzt mit meinem rumgespielt habe, setze ich das erstmal wieder in den Werkszustand. Falls ihr Probleme beim Koppeln habt, bitte folgt der Anleitung genau und setzt das Gerät ebenfalls in den Werkszustand. Wie funktioniert das? Es gibt ein Hauptmenü, das erreiche ich einfach mit der Menütaste. Der letzte Punkt im Hauptmenü nennt sich Zurücksetzen. Um dorthin zu navigieren, kann ich die Plus- und Minustasten des Thermostats benutzen. Bestätigen kann ich dann wiederum mit der OK-Taste. Es erscheint die Meldung, Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet. War das erfolgreich, können wir direkt mit der Anmeldung an der Fritzbox beginnen. Dazu drücke ich 6 Sekunden lang die Decktaste an meiner Fritzbox, bis sie anfängt zu blinken. Sobald sie durchgängig leuchtet, weiß ich, dass die Kopplung erfolgreich war. Dies wird auch nochmal auf dem Heizthermostat bestätigt. Das Heizthermostat fordert uns jetzt auf, die Montage am Heizkörper durchzuführen. Und das machen wir jetzt auch. Es gibt verschiedene Thermostattypen. In meinem Fall habe ich ein Danfoss-Thermostat. Das hat die Besonderheit, dass es beim Entfernen nicht abgeschraubt wird im klassischen Sinne, sondern dass der hintere Ring eine Vierteldrehung, glaube ich, nach links nur braucht und dann hat man das ganze Ding in der Hand. Das schnappt dann raus und das war's auch schon. Wenn das jetzt frei liegt, sehen wir auch, dass wir kein Gewinde haben und wenn wir uns mal das Fritz Deckt 301 anschauen, sehen wir, dass die Überwurfmutter aber ein Gewinde erwartet. Das ist aber gar kein Problem, da nehmen wir doch einfach den Adapter, der beigelegt ist, und stülpen den über. Wichtig ist zu beachten, das Gewinde muss nach vorne gucken, das muss also euch anschauen. Dann muss man den Plastikring ein bisschen aufbiegen, um den richtig nach hinten durchschieben zu können. Wenn der jetzt wieder eingerastet ist, sollte der schon einigermaßen fest sitzen und ihr solltet den nicht nach vorne rausziehen können. Jetzt befestige ich noch die Schraube. Das war bei mir ein bisschen kompliziert, denn der Heizkörper war im Weg. Die Schraube stellt eben nur sicher, dass der Ring sich nicht öffnet. Die muss jetzt also nicht bombenfest sitzen. Mit einem kleineren Schraubenzieher hat es dann doch funktioniert. Jetzt habe ich auch das Plastikgewinde, das die Überwurfmutter von dem Fritz Deckt 300 erwartet und kann den festschrauben. Durch die Schraubaktion habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren und ich kann den gar nicht draufsetzen. Das liegt daran, dass der Bolzen, der sich im Inneren der Fritz Deckt 300 befindet, komplett nach außen gefahren ist und der jetzt nicht mehr drauf passt. Was muss ich also machen? Ich muss den in den Montagemodus setzen. Dazu gehe ich wieder ins Hauptmenü und wähle Montage aus. Man hört jetzt ein kleines Brummen, er fährt jetzt den Bolzen nach innen und ich habe wieder die Möglichkeit, das Ganze aufzusetzen. Jetzt drehe ich mit der Hand einfach die Überwurfmutter fest. Gebt ihm mit der OK-Taste zu verstehen, dass die Montage fertig ist. Jetzt justiert er sich noch kurz und das war's auch schon. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, manuell die Temperatur zu verstellen, das Thermostat in den Fenster-auf-Modus zu versetzen und zum Beispiel auch noch das Display zu drehen. Das war's im Groben und Ganzen auch schon, was man an dem Gerät selbst machen kann. Wir wechseln jetzt mal auf den PC und stellen das vernünftig ein. So, ich habe mich jetzt in der Fritzbox angemeldet. Unter Heimnetz bin ich auf Smart Home gegangen. Smart Home wird wahrscheinlich in der nächsten Version einen eigenen Punkt bekommen. Also kann sein, dass ihr hier gar nicht unter Heimnetz müsst, sondern hier im Menü direkt auf Smart Home gehen könnt. Wenn ich jetzt hier bin, sehe ich alle meine Geräte, die ich mal so gekoppelt hatte oder gekoppelt habe. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass meine Deckt 200 Steckdose zwar angezeigt wird, aber gar keine Verbindung hat. Ist auch klar, die steckt nicht in der Steckdose. Fritz Deckt 301 ist genau unser Gerät, das wir uns jetzt
jetzt anschauen wollen. Schön in der Übersicht sehe ich gleich, was Phase ist, nämlich die gemessene Temperatur von 22 Grad und die Solltemperatur. Für den heißt das jetzt nichts anderes als, naja, ich habe meine Temperatur erreicht, ich halte es nicht weiter. So, fangen wir mal an. Ich gehe auf Editieren. Hier kann ich jetzt ein paar Sachen einstellen. Uns interessiert jetzt aber erstmal die Zeitschaltung, denn das ist eine der nützlichsten Funktionen. Was ihr jetzt hier seht, sind die voreingestellten Werte, die ich aber jederzeit abändern kann. Einmal gibt es die Komforttemperatur und es gibt die Spartemperatur. Komforttemperatur ist üblicherweise der Wert, der eingestellt sein sollte, wenn man sich im Haus aufhält und die Heizung aktiv sein sollte. Die Spartemperatur ist für die Nacht zum Beispiel oder wenn man auf Arbeit ist und sonst auch niemand im Haus ist oder das Bad nicht genutzt wird. In meinem Fall ist es das Bad, bei euch kann es natürlich jeder andere Raum sein. Bei mir passt das fast schon ziemlich gut, ich werde aber trotzdem ein paar Sachen ändern. Man kann hier nämlich kann einfach jetzt hier Zeiträume eintragen, nur so, also wenn man selber eingeben möchte. Oder man kann hier ein bisschen rummalen, was ich auch ganz witzig finde. Dazu klickt man hier oben rein, was man denn jetzt malen möchte. Zum Beispiel möchte ich mal Komforttemperatur ein bisschen vor 6 Uhr haben unter der Woche. Das kann man hier so über den Block ziehen und auch ein bisschen länger anhaben. Wenn man zum Beispiel zu zweit ist, kann das ja sein, dass der eine früher aufsteht, der andere später. Dann, ja, ist der Zeitraum hier halt entsprechend größer. So, wenn man wieder ins Haus kommt, möchte man natürlich warm haben. Entsprechend hat man hier auch wieder einen Block, der dann dafür gedacht ist. Das hängt bei mir, wie gesagt, im Bad. Da brauche ich aber ab einer bestimmten Uhrzeit dann auch nicht mehr so warm. AVM hat schon mitgedacht, am Wochenende schlafen wir natürlich aus, da sind die Zeiten entsprechend später. So, ich lasse das Ganze jetzt einmal so und ändere nur so ein bisschen die Temperaturen hier ab, weil 16 Grad ist im Grunde Heizung aus. Ich würde aber zur Sicherheit hier mal ein bisschen einen höheren Wert einstellen, nicht dass die Wohnung zum Beispiel runterkühlt. Die Komforttemperatur würde ich sogar mal auf 22 Grad einstellen. Hier gibt es auch noch so Gimmicks wie Urlaubsschaltung. Die kann man jetzt, da kann man jetzt einen kompletten Zeitraum einfach definieren für eine Urlaubstemperatur. Man kann auch die Heizung aus einschalten, dann würde der wieder oben auf die normale Zeitschaltung springen. Ja, kann man machen, aber da die Spartemperatur in der Regel so niedrig gewählt ist, dass da wahrscheinlich gar nichts anspringt, ist das, naja, weiß ich nicht. Optional, würde ich mal sagen. Fensteraufwerkennung, auch noch ein wichtiges Thema. Das stelle ich bei mir mal auf niedrig ein. Sobald er nämlich erkennt, dass es einen hohen Temperaturabfall gibt, dann sollte der gar nicht mehr heizen und sich abstellen. Steht auch hier, das Ventil soll geschlossen werden. Hier steht die Zeit drin für wie lange. 10 Minuten, passt, ist okay. Hier unten gibt es noch eine Temperaturabweichung. Das ist ein bisschen tricky, würde ich sagen. Da geht es darum, dass man ja an der Heizung die Temperatur misst und da prinzipiell eigentlich zu warm gemessen wird, weil sobald die Heizung läuft, habe ich in der Nähe der Heizung natürlich ziemlich hohe Temperaturen, da kann aber der Rest des Raums noch völlig kalt sein. Aktuell ist meine Heizung aber aus, das heißt, da habe ich jetzt aktuell einen Wert, der stimmt. Wenn ich jetzt hier den Offset einstelle, also die Temperaturabweichung, dann würde das in beiden Fällen greifen. Dann greift das in dem Fall, wo die Heizung aus ist und das greift in dem Fall, wo die Heizung an ist. Das ist also weit weg von optimal. Aber das Problem ist jetzt kein Problem von diesem Fritzgerät, sondern das hat man halt immer, wenn man in der Nähe der Heizung versucht, die Temperatur zu messen. Aber dafür gibt es eine Lösung. Vorhin habe ich ja schon die Fritz Deck 200 Steckdose angesprochen und die stecke ich jetzt mal rein und wir gucken, was passiert. So, die Steckdose steckt drin. Hier hat sich jetzt noch nichts getan, das ist auch klar. Wir gehen nochmal auf Smart Home zurück. Jetzt sehe ich, dass sie drin ist. Ja, das ist irgendwie so ein Bug von der, sobald man die reinsteckt und lange nicht drin hatte, dann fängt die irgendwie erstmal bei 13 Grad an und fängt sich da an irgendwann zu fangen relativ schnell. Ich gehe jetzt also nochmal in den Fritz Deck 301 rein und wir gehen mal runter. Und hier habe ich jetzt einen Punkt mehr zum Auswählen. Ich kann nämlich ein anderes Gerät wählen, das für diesen Temperatursensor die Temperatur ausgibt. Und da wähle ich einfach den aus. Sag einmal okay. Und hier steht jetzt auch nochmal externer Sensor, um das Ganze zu bestätigen. So, ich habe die Befürchtung, dass er mir jetzt natürlich volle Kanne das Ding aufgedreht hat. So, ich habe jetzt vorhin auch nicht okay geklickt, von daher hat er auch den ganzen Krempel hier nicht gespeichert. So, der glaubt immer noch seine 13 Grad zu haben. Naja, lassen wir mal in dem Glauben. Zu dem Fritz Deck 200 habe ich übrigens hier nochmal ein extra Video gemacht, blende ich euch mal in der Infokarte ein. So, die Steckdose hat sich jetzt gefangen und zeigt eine gemessene Temperatur von 21,5 Grad an. Und als Solltemperatur habe ich mal 22 Grad eingestellt. Dementsprechend wird jetzt das Heizthermostat sich aufdrehen und sobald die 22 Grad erreicht sind, wieder runterdrehen. Ich hoffe, das Video hat euch einen Eindruck verschafft bzw. euch beim Einrichten direkt geholfen. Mir gefällt die AVM Smart Home Lösung deshalb ganz gut, weil alles im Heimnetz bleibt, mit einem vorhandenen Protokoll, nämlich dem Deck-Protokoll, die Geräte gekoppelt werden und ich nicht mal eine extra Basisstation eine neue brauche, sondern einfach meine Fritzbox verwenden kann. Von daher finde ich das rundum empfehlenswert und mit dem Fritz Deck 301 ist ja auch hoffentlich auch ein bisschen Energieeinsparung drin.